Spread my wings and fly away. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Gold Type Log. Wir sind jetzt nun wieder in Johto angekommen. Oder? War doch Johto, oder? Ich verwechsel das doch immer, ihr wisst es doch. Gucken wir gleich mal auf der Karte. Auf jeden Fall wollten wir uns jetzt ein Draytainai fangen. Wollen wir mal schauen, ob es klappt oder ob wir wieder richtig viel Pech haben. Ein Dratini wäre nämlich ziemlich cool, weil das könnten wir zum einen... Na gut, gegen die Wasserarena würde es uns auch nicht viel bringen. Na, trotzdem wäre das eine ziemlich gute Ergänzung für unser Team. Das heißt, wir packen schon mal vorsorglich Arnold nach vorne. Denn der kann ja mit Ultraschall immerhin ein bisschen schwächen. Das ist eine gute Sache. Ich muss nur auf, weil erstmal den Schutz aktivieren, ganz wichtig. Erstmal den Schutz aktivieren. Aktivier den Schutz, Mann. Das ist voll wichtig. So. Das war ja irgendwo ganz rechts, ne? So wie in Heidenau war das. Ganz rechts. Wow, volles politisches Statement hier. Hier war das? Gegen den haben wir noch nicht gekämpft. Interessant. Hey, du hast Mumm in den Knochen, aber weißt du was? Wenn es um eine echte Courage geht, bin ich der Mann. Okay. Good to know, dass du das sagst. Lieber Wanderer, Philipp möchte kämpfen und schickt einen Kleinschein in den Kampf. 25! Was ist los mit den Leuten? Ich meine, gut, hier ist ja noch so die Sache, in gewisser Weise passt das hier noch, ne? Aber ich glaube, die Drachenarena war auch irgendwie auf Level 40 oder so. Das ist schon ein bisschen komisch, muss man sagen. Und warum hat er nicht Intensität oder so? An sich müsste der Intensität haben, das würde uns auch ziemlich damagen. Ist der doof? Wieso macht der Finale? Das ist echt das Unnützeste, was er hätte machen können. Na gut, nicht unser Problem. Vor allem nicht Arnolds Problem. Was hast du denn noch so auf der Pfanne? Geo-Rogue. Hast wahrscheinlich auch noch einen Geo-Watz am Start. Nehmen wir mal Trüffel. Der war auch schon lange nicht mehr am Start. So. Ich hoffe wirklich, dass wir den Dratini fangen können. Das wäre ziemlich, ziemlich stark. Wie gesagt, in der Wasserarena würde uns das nur so semi helfen, weil das Lapras uns dann so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht. Aber sonst wäre das schon ziemlich nice, wenn wir so einen Dratini/Dragoran eben hätten. Würde uns sehr helfen. Deswegen bin ich auch überhaupt nochmal hierher gefahren. Oder hergelaufen. Geowatz hat er wirklich noch, okay. Lieber Philipp, zeig uns dein Geowatz. So. Komisch, dass wir jetzt in diesen Trainerkampf reingeworfen wurden. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir den übersprungen hätten. Oder nee, wir haben ihn ja offensichtlich übersprungen. Ich dachte, dass wir ihn schon gemacht hätten. Naja. Wanderer Philipp wurde auf jeden Fall besiegt. Vielen Dank für den Kampf. Meine Pokémon waren leider nicht couragiert genug. Würde er sagen, du warst zu schlecht. Und hast deinen Pokémon schlechte Attacken beigebracht. Das ist ein Item, aber das war schlecht, deswegen haben wir es nicht aufgehoben. Hier ist die... Hier ist der See. Genau. Wollen wir unsere Superangel ins Wasser halten? Ihr versteht, was ich meine. Haben wir denn genug Bälle? Ja, doch. Das sollte reichen. Sollte doch reichen, Mann. So. Nehmen also unsere Superangel. Wahl. Genau. Und los geht's. Na komm. Do it! Oh! Komm schon, please! Oh! Oh! Aber Level 10 ist nicht so nice. Sollte aber theoretisch mehr als 20 Leben haben, gehe ich mal von aus. Oder auf Level 10? Ich muss den irgendwie schwächen. Ich kann ihn nicht einfach so fangen. Okay, alles klar. Sehr, sehr gut. Level 10, das wird Spaß zu trainieren, aber nehme ich gerne in Kauf, weil... Aber wieso ein Dragonier Level 10? Das ist schon ein bisschen komisch, oder? Naja, Hyperball, hoffentlich wird es drin bleiben. Die Fangquote von so einem Dragonier ist richtig hoch. Also, ziemlich niedrig. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Auf jeden Fall ist es schwer zu fangen. Oder auch nicht. Oder auch einfach mal nicht. Okay, Dragonier wurde gefangen. Nice. Gut, dass wir uns diese Route noch aufgespart haben. Die Aura, die es umgibt, ist so stark, dass es in der Lage ist, das Wetter sofort zu verändern. Okay. Cool. Du bist also in der Lage, das Wetter zu verändern. Ich nenne ihn Furor. Furor ist ein guter Name. Das klingt sehr stark. Es passt zu ihm. Na gut, er kann nur das Wetter verändern. Aber es ist halt ein starkes Mon und deswegen passt Furor sehr gut. Wir haben sehr viele sehr kraftvolle Namen, habe ich irgendwie das Gefühl. Na gut,
Das war schon, was ich hier tun wollte. Deswegen würde ich sagen, wird Hedwig uns wieder zurückfliegen. Erstmal noch Neuborg hier. Dann werden wir rüberfahren nach Kanto. Und dann werden wir wieder zurückfliegen, damit wir weitermachen können. Mit unserer Quest. Der Topschutz müsste ja eigentlich noch aktiviert sein. Meine Herren, ich hätte nicht gedacht, dass es beim ersten Mal direkt klappt. Vor allem gleich ein Dragonier. Schon ein bisschen komisch. Na gut. Also Hedwig, fliege uns weiterhin fort. Und zwar diesmal nach... Wo fahren wir denn jetzt hin? Lavandia. Wir müssen ja noch den Felstunnel gänzlich erforschen. Da waren nämlich noch ein paar Items, die auf uns warten. Und jetzt kann Emsig auch mal wieder ins Team, ne? Dann passt auch wieder die rechte Seite. Hedwig war jetzt doch länger im Team als gedacht, aber gut. Soll uns doch nicht mal stören. So, Hedwig kommt wieder raus. Vielleicht nutzen wir dich später nochmal. Oh, guckt es euch an. Furor. Oh! In der Nuzlocke-Variante vor allem. Das ist echt krass. Das ist krass, Alter. Das ist voll krass. Emsig erhalten. Dankeschön. Sehr, sehr gut. Trotzdem haben wir ein Problem mit der Wasserarena. Und ich weiß... Obwohl, doch, wir kommen ja noch ins Kraftwerk. Ah ja, stimmt, ich habe ja noch die Angel. Das ist ja richtig gut. Wir kommen ja noch ins Kraftwerk und da können wir uns einen Elektrobon fangen. Und dann easy, ne? Warum bin ich jetzt hier... Ich finde das gerade voll cool. Wir haben wirklich einen Weg gefunden, wie wir das alles umgehen können. Das ist ziemlich nice. So, aber jetzt erstmal aufs Rad geschwungen. Hui! Und wieder in die Höhle rein. In die... Höhle rein hinein. Noch erstmal wieder Blitz anmachen. Mach doch mal den Blitz an, du kleiner Klaus. Was haben wir denn hier? Oh, DTM gleich. What is it? What is it? Show me doch mal Stahlflügel. Hm. Wäre vielleicht was für unseren werten Noctu? Elixier brauche ich nicht, aka... Wie haben wir jetzt... Ich habe die ganze Zeit Eile im Kopf. Ich weiß jetzt nicht, wie unser Noctu heißt. Das ist ziemlich peinlich. Hedwig, genau. Hedwig hieß er. Tut mir leid, aber wir haben ihn ja nicht so lange im Team gehabt bisher. Deswegen ist das schon zu verkraften. Das versteht ihr doch sicher. So. Mal, wo ist er? Der Schutz. Der Schutz, um sie alle zu knechten. Verstecktes Item? Nein. Alles ist hier war. Ja. Ein Top-Trank. Nice. Hier sind ja überall versteckte Items, habe ich das Gefühl. Aber generell, hier liegen auch offene Items rum. Sehr entspannt. Ein AP Plus. Könnten wir vielleicht irgendwann mal nutzen. Wüsste jetzt nicht wofür direkt, aber... Vielleicht fällt uns da noch was ein. Beleber, der kann schön hier liegen bleiben. Den brauche ich niemals. Hier vielleicht noch was? Nee. Na gut. Obwohl, hier vielleicht... Ich bin jetzt irgendwie im versteckten Item-Wahn, habe ich das Gefühl. Da ist doch bestimmt was. Nicht, okay. Interessant. Hallo? Hier geht's weiter. Okay, wollen wir mal da lang gehen? Wo geht es denn hier entlang, Mann? Komischer Weg. Auch keine einzigen Trainer hier, ne? Bisschen komisch. Bisschen sehr ausgestorben, der Ort hier. Oh, ein Item. Es ist Eisen. Boah. Brauchen wir nicht. Wupp. Meine gut, ich könnte natürlich wieder ein bisschen weiter hochpushen, aber ich glaube ehrlich gesagt, wir sind sowieso schon überall auf 31. Hier ging das ja noch. Dass man sich überall hochpushen konnte. Mittlerweile muss man ja mit seinen EVs? Nee, DVs. Ach, ich verwechsel immer die beiden. Muss man mit seinen Werten halt auf, also mit seinem Training aufpassen. Hier konnte man das alles einfach automatisch überall hochpushen, was ziemlich cool war. Weiß ich auch erst dank euch. Das ist, vielen Dank nochmal dafür. Das macht alles ein bisschen einfacher, sagen wir es so. Ja, ah stimmt, wir sind schon beim Kraftwerk, nice. Dann können wir nochmal kurz unsere Mons heilen. Und dann können wir uns vielleicht noch ein Pokémon fangen und das wäre dann ziemlich hilfreich gegen die Wasserarena. Oder in der Wasserarena. Und dann hätten wir eigentlich alle unsere Probleme gelöst. Wobei... Theoretisch. Ich überlege gerade, ob ich unser Dragonier, es wird ja nur noch ein Dragonier sein, in der Gesteinsarena nutze. Hier ist ein Fels, okay. Und hier ist ein Trainer, hallo. Warst du schon beim Picknicken? Das macht großen Spaß. Ja, sicherlich. Natürlich. Ich weiß es nicht, aber kann gut sein.
wir Picknicker Marika. What? Also die Namen, ne? Diese Namen. Und diese Level. Die muss man sich mal geben. Donnerschok. Ist zwar nur einfach effektiv, aber trotzdem. Trotzdem ist das eine gute Sache. Gegen das Hobelob. Level 50. Guck, wir sind schon auf dem halben Weg, wenn man so möchte. Wobei, ich glaube, das letzte Level-Limit wird ja bei 80 oder so sein. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sehr hoch. So, ich weiß, dass Hobelob keine Pflanzenattacken kann. Und selbst wenn, dann würde sich Trüffel da einen ziemlichen Dreck drum scheren. Mach doch mal den Eissturm, ne? Nice. Schöne vierfache Effektivität. Das tut weh. Zack, weg ist das Hobelob. Weggeklatscht. Sehr gut. Picknicker Marika wurde besiegt. Oh yeah. Da sagst du was, meine Liebe. Oh yeah. So, packen wir mal Trüffel. Wobei, nee, ich lass Arnold nach vorne. Hallo? So. Genau, hier unten war ja das Kraftwerk. Da fahren wir jetzt erstmal hin. Ich könnte natürlich auch erstmal hier nach Pokémon suchen. Machen wir das doch mal. Ich meine, das Kraftwerk ist ja dann noch ein neuer Bereich. Also, please. Komm schon. Ah, stimmt, der Shop. Der Topschutz ist ja noch an. Da müssen wir noch ein bisschen rumfahren. Ja, Mann. Der Topschutz hält ziemlich lang an. Jetzt ist er vorbei. Okay. Und haben wir Glück? Have we luck? Yes, we have. Und es ist... Haben wir schon. Na, schade. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt sehr viele Monster, die wir sowieso schon haben. So. Better luck next time. And it is. Ich mach mal nur zweimal. Okay. Denn ich weiß nicht, was es hier im Wasser gibt. Es könnte ja sein, dass hier auch wieder irgendein krasses Mon im Wasser lebt. So wie das Dragonier eben in diesem einen See da hinten. In Johto. Also nehmen wir jetzt einfach einen Topschutz zur Hand. Oder? Na, wir können auch so übers Meer reiten. Oder? Will ich das riskieren? Ja, komm. Wir haben sowieso schon so gute Mons. Selbst wenn wir jetzt hier irgendeinen Crab-Encounter kriegen. Na, wobei, nee. Lass... Na, ja, gut, ist egal. Gucken wir hier nochmal ein bisschen. Ich gehe stark davon aus, dass hier nur Wassermonster sind und die dürfen wir ja nicht fangen. Was haben wir denn hier? Oh! Dürfen wir nicht fangen. Stimmt, wir haben ja Arnold im Team. Das heißt, wir dürfen eigentlich nichts Elektrisches fangen und das ist ziemlich doof. Das ist ziemlich, ziemlich blöd. Hm, na gut, machen wir jetzt den letzten Encounter noch. Haben wir... Gibt es irgendwas, was uns jetzt helfen könnte gegen die Wasserarena? Na, du nicht, Moorlord. Hm, ich überlege gerade. Irgendein Pflanzenmon würde uns halt viel bringen, ne? So ein Mirapla oder so. Oder Clofensa, aber das dürfen wir auch nicht fangen wegen Emsig. Also, hier sind wir im Kraftwerk. Ein Dieb ist in das Kraftwerk eingebrochen. Was geschieht nur mit dieser Welt? Bist du der Dieb? Nee, du bist so ein Nerd. Das Kraftwerk wurde vor langer Zeit stillgelegt. Wir haben es wieder in Betrieb genommen und versorgen den Magnetzug mit Energie. Hä? Ich dachte, das war aus. Ein wichtiger Teil des Generators wurde von dem Dieb entwendet. Ohne dieses Teil funktioniert der neue Generator nicht. Das ist natürlich blöd. Ihr habt aber alles sehr offen hier, muss man sagen. Der Magnetzug verbraucht viel Energie. Ohne den neuen Generator fährt er nicht. Hallo? Der Direktor des Kraftwerks sitzt da vorne. Seit jemand den Generator demolierte, ist er traurig und wütend zugleich. Das kann ich verstehen. Das verstehe ich doch. Sehr gut. Emsig, komm nach vorn. So. Ach, hier können wir rüberlaufen. Hallo. Ich werde ihm nie verzeihen. Wer wagt es, meinen Generator zu demolieren? Ich habe so lange daran gearbeitet. Wenn ich den erwische, dann lernt er meine Blitzkanone kennen. Er lernt deine Blitzkanone kennen. Aha. Das ist ja gut zu wissen. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass wir hier noch irgendjemanden fangen könnten. Ich dachte irgendwie, dass das Kraftwerk wäre ein bisschen größer. Naja. Ist ja auch nicht schlimm, wenn dem nicht so ist. Ach so. Jetzt kriegen wir hier einen Encounter. Ich habe Nachricht aus Otsuga City. Eine zwielichtige Figur treibt sich dort in der Umgebung herum. Kann ich mit deiner Unterstützung rechnen? Nein. Aber wir gehen trotzdem hin. Ich möchte mir das Spektakel auf jeden Fall ansehen. Hedwig ist nicht mehr im Team, ne? Das ist natürlich doof. Also nehmen wir den Topschutz zur Hand.
nehmen wir den Topschutz in die Hand und schauen mal, wo unser Weg uns hinführt. Nach Azuria City, ja. Die See ist ruhig, der Surfer kann eingesetzt werden. So. Wo ist denn Azuria City überhaupt? Zeig uns das doch mal. Hier links wahrscheinlich, ne? Ah, komm. Show me. Hallo? Darf ich vielleicht mal... Azuria City, ja. Habe ich mir irgendwie schon gedacht. Konnte man sich ja wohl denken, dass das da ist. Du alter Mann, kämpf doch mal mit mir. Ich verrate dir ein Geheimnis. Aber zuerst müssen wir kämpfen. Aha. Okay. Willst du mir ein Geheimnis verraten? Das endet nie gut. Bernwart. Hm? Vor allem, wenn sie Bernwart heißen. Das sind immer die schlimmsten. Diese Bernwarts, ne? Wer kennt sie nicht? Diese Bernwarts. Nachtnebel. Oh, gefährlich. Ganz dangerous. Dangerous. Naja. Ist gefährlich für dich auf jeden Fall, mein Lieber. Blutsucker. Wow. Und weg ist das Diktri. Und wir heilen uns. Ach, fast voll. Fast voll. Fast voll. Fast full. So, wen hast du noch am Start? Ein Onyx. Oh, Respekt, mein Lieber. Respekt. Du könntest natürlich eine Steinattacke machen. Die würden mir ein bisschen hurten. Aber, ha, come on. Was hurtet schon in Emsig, hä? Das Ariados. Ernsthaft, Klammergriff? Das ist so eine der unnützesten Attacken überhaupt. Die machen immer nur so 2-3 Schaden. Wobei, ich glaube in der ersten Generation, ich weiß nicht, ob es Klammergriff war oder irgendeine andere Attacke, da wurde man auch ohne. Da konnte man auch nichts machen, während man in diesem Griff war. Das heißt, die war total OP, diese Attacke. Das weiß ich noch, aber das wurde auf jeden Fall im zweiten Teil rausgenommen, offensichtlich, sonst wären wir da immer noch drin. Deswegen war so eine Attacke. War so ein. So ein Mon wie Rettan zum Beispiel ziemlich OP. Naja. Wir sind ja bald da. Möchte ich mit dir weiterkämpfen? Ja, komm. Wenn wir schon dabei sind, ne? Hallo. Azuria City müsste dann auch schon Misty sein, oder? Bin ich mir gar nicht sicher. Ich möchte den Felstunnel erforschen. Dann bist du hier aber ein bisschen falsch, mein Junge. Musst du ein bisschen weitergehen. Geh doch mal ein bisschen nach Osten. Da ist der Felstunnel. Stefan. Oh, er hat einen normalen Namen. Mann, das sieht man ja richtig selten. Mit seinem Entoron. Gut, das wird wahrscheinlich nicht viel standhalten können, der Macht von Emsig, aber trotzdem schön, dass du da bist. Dein Entoron. Ah, ich hätte irgendwie ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Aua, das tut mir auf meinen Ohren weh, Mensch. Ich meine jetzt mal ernsthaft, wenn man das mit Kopfhörern sich anhört, das ist doch total brutal, oder? Guck mal, das Entoron ist im, wenn sich die Farben invertieren. Psycho Plus? Was ist das? Übernimmt die Statusveränderung von Emsig. Ja? Okay. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Attacke. Ich meine, da kann man seinen Gegner die ganze Zeit hochpushen lassen. Mit Schwerttanz oder so. Und dann irgendwann einfach Psycho Plus machen und fertig. Naja. Sein Name kann gerne drin bleiben. Soll mich nicht stören. Nehmen wir doch einfach mal den Blutsau. Nee, Nachtnebel. Nachtnebel macht immer noch am meisten Schaden. Ich überlege immer noch, ob wir dem guten Emsig Psychokinese beibringen sollen. Wäre eine gute Idee, muss man schon sagen. Aber ich weiß nicht so recht. Ich weiß nicht, ob es noch jemand anderes gibt, der das besser nutzen könnte. Wir könnten, fällt mir gerade ein, wir können ja noch Traunfugil theoretisch fangen. Ziemlich episch, muss ich sagen. Boah, Vorsicht! Und das wäre dann ziemlich gut gegen die Wasserarena, ne? Also, ich mache mir die ganze Zeit nur Gedanken, wie wir die Wasserarena am besten packen können. Da oben ist ein Feld. Können wir da hin? Yes, we can. Yes, weekend. Also, ich würde sagen, Arnold, komm nach vorne. Und wir probieren nochmal unser Glück. Vielleicht haben wir mal Glück. Könnte ja sein. Ich glaube, der Topschutz ist immer noch aktiv, ne? Der Topschutz ist noch aktiv. Für dieses kleine Feld reicht das auf jeden Fall noch aus. Wir machen das auf jeden Fall noch in diesem Part. Yep, der Schutz ist wieder weg. Zumindest einmal möchte ich reinlaufen. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir Glück. Ich fange es.
Ich werde es fangen. Es ist wirklich die Sache. Ich meine, es könnte hilfreich sein in der... Ja, in der Wasserarena, ne? Ich denke, ihr versteht mich da. Ja. Ist natürlich mit Rattig, ne? Immer so ein bisschen Rattig 2.0 wird sein. Das ist genau wie mit Hedwig und Eile. Wir haben ziemliches Fangglück, muss man sagen, ne? Also es bleibt immer direkt drin. Das ist ziemlich cool. So, ich weiß, du vermehrst dich sehr schnell. Wie nennen wir dich denn jetzt? Jetzt Rattig 2.0. Mir fällt kein besserer Name ein. Ich hoffe, das passt überhaupt hin. Rattig 2.0. Komm doch mal ran. Das ist einfach Rattig. Wisst ihr, wir haben ihn ja freigelassen, ne? Und dann ist er irgendwann wiedergekommen. Und hat sich gedacht, jetzt kann man überhaupt 2 schreiben? Nö. Wir nennen ihn dann Rattig 2, okay? Wir nennen ihn Rattig 2. Ich dachte, man könnte auch Zahlen schreiben. Rattig 2. So ein grenzdämlicher Name. Ich würde sagen, ich bedanke mich heute fürs Zugucken. Wünsche noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und wie immer, bye bye.